Es blieb bisher ruhig. Vor allem in Berlin in der Walpurgisnacht verliefen ja zwei Demonstrationen linker Gruppen ohne größere Störungen. Danach brannten jedoch im Stadtteil Wittenau 18 Sprinter des Online-Riesen Amazon. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Doch der Blick richtet sich natürlich auf die bereits heute angekündigte linksextremistische 1. Mai-Demo in der Hauptstadt. Rund 6.000 Polizisten werden im Einsatz sein. Der Überblick von Kevin Lux. Berlin im Ausnahmezustand. Schon am Abend vor dem 1. Mai stehen 3000 Einsatzkräfte bereit. Denn die Sorge vor einer besonders explosiven Stimmung ist groß. Möglicherweise aufgeheizt durch die Krisen in der Welt. Allen voran der Nahostkonflikt. Hier gab es tatsächlich auch, so wie wir es prognostiziert haben, vereinzelt das Abbrennen von Pyrotechnik oder Wurf von Farbeiern, vereinzelt auch Angriffe auf Einsatzkräfte. Das war erwartbar, das kennen wir aus den Vorjahren. Aber auch aus den vergangenen Monaten. In Berlin-Neukölln kam es immer wieder zu anti-israelischen Protesten mit antisemitischen Sprechchören. Keine guten Vorzeichen für die berühmt-berüchtigte revolutionäre 1. Mai-Demo, die heute wieder durch das Viertel zieht. Von den Veranstaltern heißt es, man demonstriere unter anderem in Solidarität mit den Menschen in Gaza. Berlins Innensenatorin Iris Spranger ist sich sicher, die Strecke durch Neukölln wurde bewusst gewählt, um möglichst hohen Zulauf zu bekommen. Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik verspricht ein hartes und schnelles Durchgreifen. Bei Feststellung antisemitischer, israelfeindlicher Sprechchöre wird die Polizei unverzüglich Maßnahmen ergreifen. Ein Abwarten bis zum Ende der Demonstration wie in früheren Jahren wird in diesem Fall nicht in Betracht kommen. Während die Situation in vielen Teilen Berlins überschaubar blieb, wurde es zur Walpurgisnacht im Berliner Stadtteil Wittenau brandgefährlich. Mehrere Lieferwagen des Versandriesen Amazon wurden in Brand gesteckt. Die Sorge vor Ausschreitungen ist groß. Allein in Berlin sollen heute bis zu 6.000 Polizisten im Einsatz sein. Und auch in Hamburg rüsten sich die Beamten für Veranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern. Diesen ganzen 1. Mai in der deutschen Hauptstadt und bereits in der vergangenen Walpurgisnacht war Gerrit Sebald für uns unterwegs, ist unterwegs. Guten Morgen, Gerrit. Also wenn wir die vergangene Nacht sehen, das war relativ ruhig in der Hauptstadt. Wie aber schätzt du die Stimmung vor allen Dingen im linksextremistischen Lager rund um den Schwarzen Block für heute ein? Ja, also ich würde das teilen, dass das bemerkenswert ist, dass es gestern Nacht so ruhig geblieben ist. Vor allem diese sogenannte Take Back the Night Demo, die von Friedrichshain losgegangen ist, die ist verhältnismäßig ruhig geblieben. Ruhig ist natürlich relativ. Es gab vereinzelt Angriffe, es gab vereinzelt Pyrotechnik, die abgefeuert wurde. Aber ruhig, zumindest im Vergleich zum vergangenen Jahr, denn dort gab es tatsächlich heftigere Übergriffe, vor allem auf Polizeibeamte. Und ich habe gestern Nachmittag auch noch mal mit der Polizei geredet. Und die hatte tatsächlich auch vor dieser Take Back the Night Demo, die um 20 Uhr losgegangen ist, gewarnt. Aber dann ist alles nicht so gekommen, wie man erwartet hatte. Diese Demo wurde relativ schnell von den Veranstaltern selbst aufgelöst, bevor sie überhaupt am Ziel angekommen ist. Das kann man jetzt vielleicht als ein erstes Zeichen sehen, dass es heute auch ruhig bleibt. Aber ich würde das so nicht sehen, weil das einfach auch andere Gruppen sind, die gestern mobilisieren und die, die heute mobilisieren. Und bei denen, die heute mobilisieren, da gibt es ja jetzt die große, große Frage, welche Rolle wird der Nahostkonflikt spielen? Weil die Gruppen, die heute angemeldet haben, dezidiert auch den Nahostkonflikt mittlerweile fast als Hauptthema auserkoren haben für ihre Demo. Auf dem Demo-Plakat ist auch eine Comicfigur quasi zu sehen, die eine Kuffia umhat, also dieses Palästinensertuch, was wir jetzt ja immer wieder sehen, auch in Berlin. Und es ist eben die Hoffnung der linken Szene, durch dieses Thema zu mobilisieren und so mehr Leute bei der Demo mitzunehmen und dass es dann am Ende vielleicht sogar zu Ausschreitungen kommen könnte. Ja, du bist ja im Moment am Südstern in Kreuzberg für uns. Aber Gerrit, die Sorge ist natürlich groß, dass was passieren könnte. Wie will denn die Polizei mögliche Ausschreitungen und Randale tatsächlich verhindern und unterbinden? Ja, genau, ich bin hier am Südstern. Das vielleicht auch zur Erklärung. Hier soll diese revolutionäre 1. Mai-Demo heute Abend losgehen. Heute Nachmittag wird hier schon aufgebaut, heißt es von der Polizei. Um 18 Uhr wird dann losgelaufen in diese Richtung. Dort ist dann Neukölln. Und das haben wir ja auch immer gehört, dass das bewusst so gewählt ist. Es ist relativ untypisch, dass es hier losgeht. Normalerweise geht es im anderen Teil von Kreuzberg los. Aber jetzt will man eben vor allem durch Neukölln ziehen. Das ist von hier nicht weit, um eben zu mobilisieren in der Hoffnung, dass
sich da auch pro-palästinensische Kräfte anschließen. Was auch spannend ist, du hast es angesprochen, die Taktik der Polizei ist eine andere. Und zwar will man diesmal sofort unterbinden, wenn was passiert, wenn beispielsweise was antisemitisch gesagt wird. Und man will nicht abwarten, bis die Demo zu Ende ist, in der Hoffnung, dass man so schnell Straftaten unterbinden kann. Ja, die sogenannte Null-Toleranz-Strategie der Polizei. Gerrit, du wirst uns den ganzen Tag über auf dem Laufenden halten. Wir werden immer wieder miteinander sprechen in unseren Sendungen. Danke erstmal für den Moment nach Berlin-Kreuzberg. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.